mein Name ist Alessia. Ich bin vom Inicio Fitness Team. Heute zum App-Workout braucht ihr ein Mäntelchen. Wenn ihr kein Mäntelchen habt, dann nehmt einfach ein Badtüchli und legt das als Untergrund auf den Boden. Wir starten gleich. Und zwar liegen wir auf dem Rücken. Füße sind aufgestellt. Und jetzt probieren wir hier den Spalt, den wir zwischen dem Unterrücken und dem Boden haben, probieren wir zu schliessen, indem wir hier schön den Bauch anspannen und den Bauchnabel anziehen. Wieder lösen und wieder anziehen. Wieder lösen, anziehen, fest abdrücken und wieder lösen, fest abdrücken und lösen, anziehen, lösen. Aber wir machen noch 7 Mal und nur noch 6 Mal und die letzten 5 und 4 und 3 und 2 und der letzte. Mit dem Bein ausstrecken, von hier probieren wir auch wieder den Unterrücken fest im Boden abdrücken. Bein ist ganz gestreckt, mithappen, mit der Ferse vorne aufziehen. Und wechseln. Und wechseln. So hier und her. Jetzt hat er schon Bauchmuskel ein bisschen spüren. Gut. Schön dranbleiben. Immer hier, hier und her wechseln. Wir gehen noch 8 Mal. 2. 3. 5, 6, 7 und noch der letzte. 8. Genau das gleiche, aber jetzt bringen wir den Tab hinten. Wir strecken und wir wechseln. Sanft berühren und strecken. Immer noch den unteren Rücken am Boden halten. 6, wir gehen bis 16. 7, 8, 9, 10, 11, schön dranbleiben, 12, 13, 14, 15 und 16. Kurz schnaufen, wir machen eine Kombination. Wir probieren wieder den Unterdruck schön den Boden drücken. Wir tappen rechts, wir tappen links und wir bringen beide Beine mit der Ferse zurück. Rechts, links und beide Ferse zurückziehen. Rechts, links, beide Ferse zurück, rechts, links, beide Ferse zurück, schön brav wieder rechts, links, beide Ferse zurück, rechts, links, beide Ferse zurück und machen noch 3. Links, beide Ferse zurück, rechts, links. Und nochmal zurückziehen und wir kommen zum letzten. Links und zurückziehen. Okay, wir wechseln. Und zwar bringen wir hier beide Knie auf. Wir haben 90 Grad. Ich habe die Hand hier unter den Kopf liegen. Das ist ein bisschen angenehmer. Wir strecken ein Bein nach vorne und wir wechseln. Und wechseln. Und wechseln. Der Unterrücken ist fest am Boden. Probieren da schön am Boden zu drücken. Immer im Wechsel. Ein Bein nach vorne. Unterrücken bleibt. Und wir gehen noch 6 Mal. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Wir bringen beide Beine nach oben. Hier ist der Kopf ein bisschen weg vom Boden, die Schulter könnt ihr auch hochnehmen. Unterrücken ist komplett am Boden. Wir den ein Bein nach vorne strecken und wir wechseln. Wechseln. Machen wir noch 10 Stück. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 und 10. Wir legen hier die Hand wieder hinter den Rücken und wir machen Bicycles übers Kreuz. Jedes Mal wechseln. 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 Das andere Bein streckt aus.
Ellebogen zum Knie, wenn es geht. Und auf Matze. Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Und kurz schnaufen. Wir tun hier Sitzposition rein. Das heisst, wir können die Fußflächen hier zusammennehmen. Dann die Hände zu einer Pistole formen. Und wir können mit den Schultern weg vom Boden die Kniekehlen anhalten. Hoch, lösen. Wir sind bei 5, wir sind bei 15. 2, 3, 4 und 5 und noch die letzten 5. Eine, schön da bleiben. 2, 3, 4 und wir bleiben oben. 10 Sekunden eben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Okay, machen ganz kurz Pause, bevor die letzte Übung anfängt. Und zwar machen wir wieder hier mit den Beinen einen Diamond Shake. Und wir kommen von hier. Von der Diamond Shake von hier 90 Grad strecken wir hoch und kommen hier wieder in Diamond Shake. Wichtig hier, den Unterrücken fest am Boden drücken. Hier kurz bleiben, wir strecken hoch und wir kommen hier wieder gerade. Wir können hier beide schön gerade strecken. Hoch, hoch, hoch. Fußsohle schön zusammenhalten. Hoch, hoch. Machen wir 5, 4, 3, 2, 1 und wenn es gut geht, können wir ganz werden. Das heisst, wir gehen hoch, wir kommen zum Boden, hoch, wir kommen zum Boden, hoch, 3, 4, 5, 6, 7, und gut, wir werden uns so schön lang strecken, alles ein bisschen lang machen. Wir können die Knie von hier schön eng nehmen, machen wir den Zehenkreis links. Bei den unteren Rücken. Und wir wechseln jetzt auch mal auf die andere Seite. Noch die letzten zweimal die Reise. Okay. Gut, ihr habt es schon geschafft. Kurz und knackig. Core-Workout. Unbedingt bei uns auf Google Plus vorbeischauen. Auf Initio Fitness. Aber auch auf YouTube, da findet ihr noch ganz viele andere Videos. Unbedingt vorbeischauen und mitmachen.